Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fallout 4. Das ist also der momentane Stand von meinem Calrissia Tower. Ich habe jetzt noch eine Etage draufgesetzt, war schwierig genug. Und zwar bin ich auf Schwierigkeiten getreten, mit denen ich jetzt gar nicht gerechnet habe. Und ich dachte ja, ich kann jetzt überall problemlos diese Pflanzkäste hinpflanzen. Aber so problemlos geht das gar nicht. Ich musste dann noch eine andere Mod bemühen, die aber wenigstens unterschiedlich geformte Pflanzkübel mit ins Spiel bringt. Und die kann ich dann ganz normal bepflanzen, wie eines der Beete auch. Ich muss nur Pflanzkübel verwenden, die groß genug sind. Also diese Flaschenkürbisse würde ich jetzt dort nicht pflanzen können, weil die zu klein sind. Genauso wenig wie ich Melonen da pflanzen könnte. Für Melonen brauche ich noch was Größeres als das da. Aber die Mod ist diesbezüglich flexibler. Was? Und ich kann die auch hier bauen, wo ich die anderen Pflanzkästen nicht aufstellen konnte. Ich habe auch versucht, hier einen Aufzug hinzubauen, aber das war einfach schrecklich. Das war fürchterlich. Die passen einfach nicht zusammen mit den Betondingern. Die sind gedacht für die Waggonsiedlungen, da passen sie perfekt zusammen. Aber hier werde ich wohl mit den Aufzügen nichts machen können. Das ist einfach grauenhaft. Also, alles, was ich mir vorgenommen habe, kann ich wohl nicht umsetzen. Dann habe ich hier einen Maschinenraum hingestellt mit einem Fusionsgenerator. Und da oben, na, da oben, das sind Geschütztürme, die also die Umgebung hier schon mal absichern. Und so wie ich das hier gebaut habe, schaut der Anschluss von dem Generator durch die Decke durch. Es ist also kein Problem, den Strom weiterzuleiten. Ja, das war eigentlich die ursprüngliche Kupplung für meinen Aufzug, den ich testweise mal hierhin gebaut habe. Es hat halt einfach nicht hingehaut. Ja, die Module, die funktionieren einfach nicht. Also funktioniert schon der Aufzug, aber sie passen nicht zusammen. Schrecklich. Dann habe ich jetzt hier drei Brahmins. Und ja, aber dennoch, ich werde das Projekt noch höher bauen im Laufe der Zeit. Also 6 Etagen schaffen wir bestimmt. Und ja, werden wir dann schon sehen. Jetzt mache ich weiter mit dem, was ich neulich angekündigt habe. Und zwar, das sollte ich in Schleichmodus gehen. Die Gallery Pigment, nicht. Ich brauche die Karte. Pigment Gallery. Hierher. Hatte ich ja angekündigt. Eigentlich sollte das schon in der letzten Folge der Fall sein. Aber dann machen wir es jetzt. Ihr seht auch, ich bin fast Level 44. Ja, ich vermute mal, mit dieser Galerie Pigment bin ich länger als eine Folge beschäftigt, aber wir werden sehen, vielleicht läuft es auch flüssig. Gut. Das ist also Galerie Pigment. Ich hoffe, dass ich da nicht unbedingt eine Quest für brauche, aber ich glaube, es geht auch so. Du, wir kriegen diesen Pigman Psycho? Der Mistkerl ist uns schon mal entkommen. Aber oh, Slap lässt keinem Leben unsere Crew. Oh Gott. Pigman hat Roy angeblich bei lebendigem Leib die Haut abgezogen, nachdem er ihn geschnappt hat. Wenn ich daran denke, läuft's mir kalt den Rücken runter. Ja, je schneller wir das Arschloch erledigen, desto besser. Ach, ich fühle mich immer, als würde ich hier beobachtet werden. Also ich würde sagen, wir sind mittendrin in der Quest, die werden wir wohl noch kriegen. Okay. Hab doch keine Angst! Hast dich verpisst! Er ist gebrochen! Das ist übrigens Galerie-Pigment, ja, okay, also was soll der Scheiß? Wer ist da? Seine Auffassung da ist von Kunst. Mehr. Los, geht's erst richtig los! So, einmal hier,
einmal da und dann schauen wir mal einmal, zweimal, dreimal und Level up. Komm schon. Du lebst doch, Mann, oh Mann. Jo, das loot ich später, da will ich mich jetzt nicht mit aufhalten. Das ist alles nicht so wichtig. So. Ich muss nur gucken. Es ja. Wenn du willst, kann ich etwas für dich. Ja, gerne, später. Tragen. Und zwar brauche ich einen Schlüssel, aber wenn ich mich noch recht erinnere, dann weiß ich, wo der Schlüssel ist. Ich mache da auch gar keinen großen Bohai drum. Wenn der da ist, wo oh, ich immer. Komm zurück, ich hatte gerade voll den Spaß. So. Man müsste normalerweise erst einen Hinweis finden. Aber hier hinter diesem Bild ist ein Safe. Den findet man normalerweise nur, wenn man den Hinweisen folgt. Ich kürze die Sache hier ein bisschen ab und spare mir dann den Weg hierher. Also hinter dem Bild. Ja, nochmal absetzen. Ich komme da nicht hin. Ich müsste weiter runter, als hier möglich ist. Und das macht er nicht. Sag mal, habe ich jetzt... Na? Aha, da hinten irgendwo. Mehr. Ja, ist ein Meisterschloss. Und offen ist. Wie schön. Dann haben wir Krone, Kronkorken, Pigments, Klinge, Ziele, Bluten und erleiden 25% Punkte zusätzlichen Schaden. Ja. Nehmen wir mal mit. Also das ist ein Pigment, sein Vermächtnis sozusagen. Und jetzt schau mal auch nach den Hinweisen, die uns... Was für Nachricht an Jack? Wenn ich kann, klar? Oh Mann, du warst schon immer ein scheiß Dickschädel. Also, wie ihr seht, dieser Pigman hat sie nicht alle. Und jetzt halt die Klappe und mach deine Runde fertig. Jetzt komm mal wieder runter. Ich gehe ja schon. Furchtbar, furchtbar, was man da zu sehen kriegt. Echt grausam. So, die anderen Bilder haben nichts, braucht da gar nicht suchen. Also angenommen, ihr geht hier rein und untersucht alle Bilder, dann findet ihr den Tresor auch. Oder wer erfolgt den Hinweisen, dann wird euch irgendwann der Hinweis dahin gegeben. Nachricht an Jack hieß es. Seth, ich bin's. Ich habe rausgefunden, was mit den Speeren passiert ist, die oben bei der alten Kunstgalerie verschwunden sind. Sie sind tot, Seth. Ich starre gerade auf ein verdammtes Gemälde von Kylies Leiche. Oh Gott, was zum Teufel haben die mit ihm angestellt? Wer zum Teufel ist da? Du bewunderst meine Sammlung? Ich fürchte, sie ist noch nicht vollständig. Aber bald. Bleib weg von mir, du Irrer! Ja, genau so. Behalt diesen Gesichtsausdruck. Tja, da hat er wohl sein nächstes Opfer gefunden, diesen dieser Ort Pigman. Ich bekomme echt Gänsehaut. So. Kampfrüstung. Die nehme ich ihm mal mit. So, der Rest ist nicht so wichtig. Oh, schaut euch mal die Pümpel an. Die nehme ich natürlich schon mit. Mit denen habe ich ja noch einen Schabernack vor. Sobald ich genug von den Dingern habe. Brennstoff. Superkleber, Skalpell. Wieder eine Meistertür.
und offen ist. Yay. Cool. Gut. Soll ich da überhaupt schon lang? Habe ich hier schon alles erledigt? Ich war noch nicht da oben, ne? Also den Keller nehmen wir uns später vor. Jetzt gehen wir erstmal darauf. Das gefällt mir nicht. Ach, was ist denn mit der Visitenkarte, die ich gerade aufgesammelt habe? Diverses Pigments Visitenkarte. Pigment war hier, finde mich, wenn du dich traust. Ja, das ist ein ganz krankes Schwein, ist das. Und es wird mir ein Vergnügen sein, ihm eine virtuelle Kugel zu verpassen. Scheiße. Ja, die Raider hier, die wollen einfach nur plündern. Und die würden uns auch nicht in Ruhe lassen. So, Pigments nächstes Opfer. Eine Visitenkarte reicht. Da steht überall dasselbe drauf. Braucht man nicht alle mitnehmen. Das Kampfgewehr. Ja, ich nehme das mal mit. Ich meine, Piper kann mir ja was abnehmen. Also, das ist doch scheiße. Genau, das ist doch scheiße. Machete kann ich auch brauchen. Also das, was ich wirklich brauchen kann. Kaputte Lampe, ist das nicht eine Falle? Genau, das war eine Falle. Gott sei Dank bin ich nicht durch die Tür. Und da ist auch der Auslöser. Gut. Achso, wir haben einen Skillpunkt. So, ich habe vor, jetzt einigermaßen zeitnah das Inventarproblem zu lösen. Und hier, wenn ich jetzt da einen Skillpunkt setze, wenn du überladen bist, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Das werde ich auch tun, weil das Problem ist so lästig. Womit in aller Welt kann man so etwas verdient haben? Ich kann deswegen zwar nicht mehr tragen, aber ich kann mich dann wenigstens wieder bewegen. Also unter Einsatz von Aktionspumpen, Punkten bewegen. Und wenn ich den nächsten Skillpunkt setze, kann ich sogar schnell reisen. Warte, Moment, ich zeige euch das nochmal. Und dann ist das mit dem Tragkraftproblem nicht mehr ganz so schlimm. Aber das ist eine ungeheuer lästige Sache. So, wenn du überladen bist, kannst du schnell reisen. Und Stufe 5 ist, wenn du überladen bist, kostet das Laufen 50% weniger Aktionspunkte. Das wird jetzt nicht nötig sein. Ich muss nur ab und zu mal pausieren. Dann geht das auch ohne den fünften Skillpunkt. Ich höre Schritte. Das ist billiges Plastik, ne? Und Plastik, haben wir ja gesehen, kann ich zu Jets verarbeiten. Und die bringen uns 32 Kronkorken pro Stück. Ja, aus Plastik und Kuhmist sozusagen. Oh, Thermometer. Ja. Wir arbeiten dran, Schatzi. Dieser Drecksack, der hat die letzte Zeit Menschen abgeschlachtet, um sein krankes Verständnis von Kunst zu befriedigen. Was ist das? Mischlingshund? Nö, muss ich... Bin direkt hinter dir. Was? Nein! Was war das? Da ist wer. Sieht nicht freundlich. Hasta la vista, Baby. Ich würde sie ja in Ruhe lassen, wenn sie mich in Ruhe ließen. Ich betrachte es eigentlich jetzt nicht als meine Aufgabe, die zu erledigen. Sonst verkommt das alles ja nur. Aber leider geht's nicht anders als mit roher Gewalt. Becherglas, sauber rosa Farbe, das Kleid können wir durchaus brauchen. Kann ich meine Händler mit einkleiden? Glas habe ich viel gebraucht, Keramik. Aber ich sollte es nicht übertreiben. Impro-Pistole, Schlag im Stingpack. Noch 50. Voltage-Klangsbox, jawohl, daraus kann ich wieder Kronkorkenminen bauen. Der Wecker, der ist sinnvoll. Was ist das? Golduhr, jawohl, Gold gefunden. Blue, hier stimmt was nicht. Ja, ich weiß.
bestimmt mehr in der Chat C. Wir gehen gründlich vor. Hier stimmt mehr nicht. Steampack aufbereitetes Wasser. Provisorische Batterie. Das Ding hat Schrauben, der Tischventilator. Raketenwerfer. Ja, ist vielleicht gut, einen dabei zu haben. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass du mir mal was abnimmst. Sonst wird es noch unschön. Das Kampfgewehr. Ein Raketenwerfer. Bei Bedarf kann ich ihr den ja abnehmen. Sollte sich herausstellen, dass das hier hart wird. Aber ich denke, wir sind gut genug ausgerüstet, dass es auch so gehen wird. Steampack Blutpaket. So, jetzt wird es Zeit, hinter die Wandverkleidung zu gehen. Metalleimer. Mine. Entschärft. Da sind wir jetzt wieder im Erdgeschoss. Ich habe eigentlich gehofft, ich könnte drüber hupfen und mal gucken. Sieht wohl so aus, als muss ich da runter, obwohl ich kann vielleicht mal über die Rohre gehen. Ah ja, das funktioniert, okay. Da geht's schräg. Die Tür ist auf. Hey. Vorsicht. Wo sind die denn nur hin? Cool bleiben, cool bleiben. Mal kurz speichern zwischendurch. Das ist der Arbeitsplatz von diesem kranken Schwein. Das muss ich dir lassen. Ist wohl Spielchen mit dem Spiel, ja, was? Blutdose. Ja, der malt mit Blut offenbar. Hast du sie im Visier? Ganz böser Fick. Was habe ich denn für Granaten? Ich könnte es mir ja mal leicht machen jetzt. Eine Baseballgranate. Nein, nein, nein! Doch, doch, doch. Gleich ist Piper in meiner Schusslinie. Einer weniger. Und? Dich snipern wir auch noch, Meg. Also die Zielsicherheit von Kelloggs Waffe ist ja nicht. Der anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Tja, das kann ich dir auch nicht beantworten. Aber bei ein paar Journalisten wird es schon so zugehen. Vor allem Kriegsberichterstatter, ne? Metallrüstung, Raider, Steampack, Jagdgewehr, Kampfgewehr. Der Rest ist mir egal. Im Moment zumindest. Wer an solchen Orten herumstöbert, endet oft als Abendessen. Was für ein Radiosender hat der eigentlich bevorzugt? Also, die Minutemen sind da draußen und tun was im Commonwealth. Was sie tun, fragt ihr? Also, ich erzähl's euch. Ich habe gehört, dass sie die Burg eingenommen haben, die ihnen offenbar früher einmal gehört hat, aber jetzt schon eine Weile nicht mehr. Sie war voller Fische oder Monster. Oder vielleicht. Ja, genau. Er redet gerade von unserer Burgeroberung. Kronkorkengedöns. Schaut euch das an. Boah. Furchtbar. Einfach furchtbar. Und das Schlimme ist, es gibt sowas gibt's wirklich. Es gibt echt kranke Hirne, die solche Sachen machen. Aber gut, lassen wir das Thema. Das
macht nur schlechte Laune. Ich habe mich leider ein bisschen damit befasst, mit solchen Sachen. Nachrichtentechnisch meine ich, im Internet ein bisschen nachgeforscht und leider... Oh mein Gott. Ja, genau. Leider gibt es wirklich solche Krankenschweine, die solche Sachen machen. Pigman! Du kannst dich nicht ewig verstecken, Mistkerl! Ich denke, ich wechsle mal auf meinen Alien Blaster. Pigman! Du kannst dich nicht ewig verstecken, Mistkerl! Horch mal mal. Endstation! Hättest mich halt einfach ignoriert, die... So, was hat er denn? Eine Kampfrüstung? Yay! Da kann ich gar nicht genug von haben. Das gehört jetzt uns. Nicht so bald. Siehst du überhaupt, wohin du gehst? Psst. Was kann ich... Was kannst du diesmal für mich tragen? Das hier. Jagdgewehr, Kampfgewehr. Und das hier. Und schon sind wir wieder im Geschäft. Oh, sie kann nicht mehr tragen. Okay. Aber sie hat eh schon eine ganze Menge. Plastikkürbis. Von da kommen wir, okay. Ja. Mein Fehler. Ich sollte sowas nicht um die Uhrzeit machen. Wir haben jetzt so 1.30 Uhr nachts oder so. Hoffentlich kann ich nach der Quest noch gut schlafen. Ich habe so meine Zweifel. Das hätte ich vielleicht tagsüber machen sollen, nicht jetzt. Da will ich, glaube ich, nicht hin. Also, die Quest kann einen schon mitnehmen. Da muss man immer dran denken, das ist ein Computerspiel. Das ist ein Computerspiel. Und so, Kuckuck, soll ich denn jetzt hin? Da geht's doch nicht weiter, oder? Doch. Kampfrüstung. Der hat schon lang hinter sich. Hey, bist du noch da? Ich sehe hier drin so gut wie gar nichts. Tja. Nachtsichtgerät wäre für dich nicht schlecht, ne? Hm. Geht's vielleicht doch da lang? Irgendwie nicht, ne? Da ist Ende Gelände. Dann muss das da unten sein, wo ich hin muss. Tja, werde ich wohl runterspringen müssen. Gefällt mir nicht. Aber ist die einzige... Fuck. Ich könnte es nicht besser ausdrücken. Jetzt gehörst du nicht. Glaubst du? Und der nächste Nachruf. So, mal schauen, ob ich den Kopf auch noch treffe. Blum, blum. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Jo, ich sollte vielleicht mal was für meine Gesundheit tun.
Was habe ich denn? Ich nehme mal wieder einen Mutantenhund-Keule. Auch übrigens waren alle drei Mutantenhunden fallend voll, als ich das letzte Mal in Sanctuary war. Da können wir demnächst ernten, sozusagen Schlachtfest feiern. So. Ist die jetzt da hinten runtergefallen oder liegt die noch da oben? Wahrscheinlich liegt die noch da oben. Ne, da ist er. Die Patronen nehmen wir mit. Die Waffe auch. Bisschen was ist er ja doch wert. Scheiße, was war das? Du bist hey, sowas verdammt. Die Explosion macht vielleicht genug Schaden, dass der was abkriegt. Ich mag den Alien Blaster. Der ist einfach nicht schlecht. Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. So, mach du das mal. Schrotpatrone. Dumm genug, mich anzugreifen. Und dann noch ein Nahkampf. Hm. So, was haben wir denn da hinten? Von da kommen wir über das Rohr, den Besen brauche ich jetzt nicht. Okay. Schädel? Nö. Was ist das? Pro-Snap-Kamera. Yay, hat sich schon gelohnt. Da sind 4 Kristalle drin. Die brauche ich für Lasergeschütztürme. Ja, genau. Dann wieder die Treppe rauf. Da lang? Nee, da komme ich her. Da hoch. Unheimliche Atmosphäre. Kannst du irgendwas sehen? Ja, ist doch Notbeleuchtung da, Schatzi. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Pigman. Die haben irgendwie ein Hörst du mich? Du bist ein toter Mann. Ich sollte ihn eigentlich machen lassen. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Pigman. Siehst du überhaupt, wohin du gehst? Hm. Hey, sie sind hier! Oh, den da drüben hat's auch gleich mit zerlegt. Genau, so sehe ich das auch. Unbedingt den Helden spielen, was? Das war's dann wohl. Ja, gut, ihr habt den Wecker gehört. Ich denke, das ist noch nicht vorbei. Eine halbe Folge dürfte es noch werden. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.